Was ist samstags anders als an anderen Tagen? Ich verstehe es einfach nicht. Es ist mir ein Rätsel. Naja, na gut. Bin mal gespannt, wie oft das heute passiert. Das ist ja meistens mehrmals. Ja, mal gucken, mal gucken. Internet hat Wochenende. Ach so. Ja gut, das kann aber doch meinem Rechner theoretisch egal sein. Internetprovider? Nee. Florida, du kannst das glaube ich nicht wissen. Das passiert nicht jeden Samstag. Es passiert irgendwie immer bei Samstagstreams, alle paar Wochen mal, dass mir mein Rechner mit Bluescreen abstürzt. Und dann meistens auch im Stundentakt oder so. Wir hatten es auch schon mal im 10-Minuten-Takt. Aber toi, toi, toi. Ne? Wollen wir nicht hier den Teufel an die Wand malen. Das ist ganz komisch. An anderen Tagen wie gestern oder wenn ich, ja gestern war ja Ausnahmestream, normalerweise mache ich ja eher mittwochs noch einen Stream, ist das eigentlich nie. Und auch nicht jeden Samstag, sondern nur, keine Ahnung, weiß ich nicht, einmal im Monat oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist ganz komisch. Still alive. I wonder if God's helping me. Or just mocking me. Oh je, Computer sagt nein. Ja, genau. Warum habe ich jetzt fast kein Leben mehr und stehe hier irgendwo in der Pampa? Fuck, jetzt wissen wir natürlich wieder nicht, was... Der Medizinkoffer ist weg. Ist dein PC weiblich? Dann weiß ich, was einmal im Monat ist. Gute Frage. Ich hätte jetzt beinahe was gesagt. Ich habe den ja zusammengebaut. Das, ja, also ich wüsste nicht, dass da irgendwo ein Gebammel ist, was auf männlich hinweist. Fuck. Okay, die sind alle nicht hergestellt, die ich vorhin hergestellt habe. Dann ist doch alles klar. Sechs. Machen wir mal nur sechs. Ist die eine Quest jetzt wieder frei, die wir da vergeigt haben? Vielleicht haben wir da ja jetzt ein neues... Zusatzausrüstung aufheben. Okay, da sind wir jetzt drauf gekommen, dass wir das nachts machen müssen. Wobei wir jetzt nicht wissen, was für einen Tag wir jetzt haben. Ja, die andere scheint weg zu sein. Obwohl die eventuell nicht gefunden ist jetzt, ne? Haha. Eventuell. Ah ja. I'm happy to inform you that the shipment of tainted vegetables has been completely removed from our streets. If you hadn't heard, there has been an unfortunate outbreak of botulism at the vegetables at your local greengrocer. There's no need to worry. Wo war die denn? Nee, die wurde vorher angezeigt. Obwohl sie nicht gefunden war, wurde sie trotzdem angezeigt. Wahrscheinlich, weil ich mal in der Nähe war. Und die war hier irgendwo, ne? Ach, wir sind doch direkt daneben. Okay. Der hat also gespeichert, nachdem die vergeigt war.
Oder ich gehe mal noch mal hin. Ja, das ist offen. Ja, ja, das ist die Vergangenheit. Okay, die Leichen liegen hier. Aber anders, was? Okay, das sieht noch fast noch ungesünder aus als eben. Was hatten wir denn jetzt vor zu den Ausgrabungsstätten, ne? Wollten wir so. Jesus. Hm? Oh mein Gott. Hm. Die sind ja nah. Wie schön. Vorteil gefunden. Mussten nicht so weit laufen. Feldflasche, Schaufel, Speibombe. Feldflaschen sind immer gut. Schaufel könnte gleich bedeuten, zu viel im Inventar. Energiezelle. Oh. Energiezelle, Kurzschließer, Bleirohr, Stachelziel. Alter, Stachelziegel sind doch so schwer. Hab ich's gesagt? Mann. Boah, direkt mal 7 Kilo überladen. Yay. Wegwerfen war G. Plum, plum. Ganz so viele Schaufeln brauchen wir auch nicht. Gibt's da eigentlich? Die rostige Schaufel macht weniger Schaden, ansonsten keinen Unterschied. Warum macht die weniger Schaden? Ist da eine Logik hinter? Egal, weg. Wo sind denn die Stachelziegel hin? Das ist doch auch... Theoretisch auch eine Waffe. Wo? Da. 1 Kilo. Okay, ich habe so leichter, schwerer eingeschätzt. Na dann. Arena? Nee, Arena verpasst. Bagrat aus dem Zeitrahmen raus. Ich habe es aber auch nicht mitgekriegt. Lassen wir die Stachelziegel mal in der Mitte. So, haben wir noch was? Da hinten wäre noch Ausgrabungsstätte. Wir können ja mal hier weiter erkunden, gehen dann so rum, die Ausgrabungsstätten da besuchen. Und dann ist ja eventuell wieder Nacht, ne? Hoffe ich, denke ich. Finden wir Blümchen. Blümchen! Was bist du? Briefkasten, okay. Kenne ich dich schon? Ja. Oder ein Lagerfeuer oder ach, Lilien zum Ausgraben. Okay.
Steht hier einfach mal so ein Stück Mauer rum. Okay. Ups. E-Kabel. So. Brunnen. Kann man bei dir was machen? Du siehst ziemlich ausgedrückt aus. Okay, nix. Cool, dass ich die Markierung im Wasser gemacht habe. Ja, was? Gut hingekriegt. So, Wächter tot. First try. Aber man hat der genervt. Ja, der ist nervig, ne? Und Schwanz abgeschlagen? Slaying of the firstborn. Was? Tötung des Erstgeborenen? Was? Ja, den Schwanz habe ich durch Zufall getroffen. Mit einem Hieb war er ab. Okay, da machst du ordentlich Schaden. Ja gut, Level 99. Ja. Da sollte ein bisschen Schaden bei rumkommen. Haben wir 2:55 PM? Achso, nachmittags, ja, okay. Jetzt hatte ich kurz einen Denkfehler in der RMP im Uhrzeitangabe. Die Randbereiche scheint hier nicht viel zu entdecken, ne? Zu geben. Außer Blümchen natürlich. Oh je, nun ist es soweit. Ein Zombie-Virus ist im Vormarsch. The Walking, what? Dead im Real Life Incoming. Laut Nachrichten eben. Was? Jetzt will ich überlegen, wie diese Fabrik heißt, die in Resident Evil schuld an der Scheiße ist. Komme ich jetzt nicht drauf. Ich wusste nicht, dass es die wirklich gibt. I remember when they came back from London. Mum wouldn't stop crying for a week. But all Percy could talk about was a train.
Oh, Blümchen. Man kennt schon seit langem, dass es einen Pilz gibt, der sowas Ähnliches wie einen Zombie-Zustand verursacht mit toten Lebewesen. Ja, es gibt ja auch irgendwie so eine Zombie-Droge, ne? Das war doch auch irgendwie vor ein paar Monaten mal im Gespräch. Irgend so eine chemische Droge, die da übelst den Körper kaputt macht. Die wohl recht beliebt und modern geworden ist, weil die so günstig ist. Eben als Eilmeldung in den Nachrichten gewesen. Erste Menschen und Tiere schon infiziert. Nachrichten sind ja auch sowas von vertrauenswürdig. Ja, kommt auf die Nachrichten an. Also, ich sollte die Markierung vielleicht auch wegmachen. Die mit ihrem Simon Says? Set? Now you all know the rules, don't you? I'm going to tell you to do something. But if I don't say Simon Says,